Ob Neubausanierung oder Gartengestaltung. In diesem Magazin zeigen wir Ihnen, wie es richtig geht. Heute bei Kein Pusch am Bau. Der Austausch eines alten Gaskessels gegen ein modernes Gasbrennwertgerät kann sich durchaus auszahlen. Günther Nussbaum besucht einen zufriedenen Einfamilienhausbesitzer. Im Vergleich zu dem alten Heizungssystem habe ich ein Drittel mit diesem System bereits eingespart, pro Jahr. Außerdem, was muss beachtet werden beim Weg zur eigenen Traumküche? Ein Küchenplaner steht dazu Rede und Antwort. Und Dachbodentreppen sind durch die hohen Dämm- und Brandschutzanforderungen schon lange keine einfachen Klappleitern in das oberste Geschoss mehr. Und die neueste Spielerei überrascht sogar den Bausachverständigen. Ja, ich will nur aufs Knopfhal drücken und das Ding fährt da runter. Lass uns mir mal überlegen, da muss ich jetzt nachdenken, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Schauen wir mal. Das habe ich aber jetzt wirklich nicht gewusst. Okay. Das ist jetzt nicht gestellt. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, ehrlich. Herzlich willkommen bei Kein Pfusch am Bau. Unser heutiges Thema die Heizung, genauer gesagt die Gasheizung. Führt eine Gasleitung zu einem Neubaugrundstück, so ist ein im Vergleich zur Wärmepumpe günstiges Gasbrennwertgerät durchaus eine überlegenswerte Alternative. Eine alte Gasheizung gegen ein modernes Brennwertgerät einzutauschen, ist jedenfalls Stand der Technik. Das Energieeinsparungspotenzial ist enorm. Günther Nussbaum verschafft sich heute einen Überblick zum Thema Gasheizungen bei einer bereits sanierten Anlage. Wir haben da einen Gasbrennwertkessel. Das heißt, das, was Sie früher durch den Kamin rausgepfeffert haben an Temperatur, diese Temperatur bleibt jetzt im Heizsystem und kann also somit 20-30% zurückholen an Energie, die ich früher über den Kamin rausgeschmissen habe. Heutige Gasbrennwertgeräte arbeiten raumluftunabhängig. Frischluft wird über das Abgasrohr angesaugt. Dazu wird in den alten Kamin ein doppeltes Rohr eingeführt. Das verhindert auch Versottungsschäden. Das ist erforderlich für die Brennwertgeräte. Das heißt, mit einem Wort, ich habe ein Doppelrohr. Im Inneren des Rohres geht das Abgas nach außen, das ja von der Temperatur ja eigentlich nur mehr zwischen 40 und 60 Grad ist, gegenüber von früheren Gasgeräten, die da mit bis zu 200, 220 Grad rausgefahren sind. Wenn weniger Wärme nach außen geleitet wird, bleibt mehr erzeugte Wärme im Heizsystem. Der Wirkungsgrad wird dadurch erhöht, das weiß auch der Hausherr. Ich habe das auch beim Rauffahrenkehrer bei der Messung immer wieder mitbeobachtet. Der fährt den Kessel hoch, dann misst er die Abgastemperaturen und die sind in der Regel zwischen 40 und 50 Grad, wobei der Kessel, glaube ich, 1200 oder 1300 Grad erzeugt. Ne? Das Ziel der Sanierung war hier klar definiert. Gaseinsparung durch ein modernes Heizsystem. Deshalb wurde auch zusätzlich zum Gasbrennwertgerät eine Warmwassersolaranlage verbaut. So, das ist unser Herzstück dieser Heizungsanlage, das ist die Solaranlage, genau, die im Wesentlichen dafür da ist, die Warmwasseraufbereitung und auch in der Übergangszeit die Fußbodenheizung zu unterstützen. Das heißt, es ist gar kein Widerspruch, Gas mit Solar zu kombinieren? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Der Energieträger Gas wird dadurch noch reduziert und ich spare eine Menge Energie noch ein. Im Vergleich zu dem alten Heizungssystem habe ich ein Drittel mit diesem System bereits eingespart, pro Jahr. Heizungshersteller bieten durch moderne Technik die Möglichkeit, Gas einzusparen. Zusätzlich sind auch die Gaslieferanten sehr bemüht, den Biogasanteil zu erhöhen, um den Energieträger Gas nachhaltiger zu machen. Ja, Erdgas kann erneuerbar sein. Wir arbeiten daran, dass bis zum Jahr 2050 der Raumwärmeanteil komplett durch grünes Gas ersetzt wird. Grünes Gas heißt konkret, wir nutzen unsere Abfälle aus Landwirtschaft, aus dem Haushalt, aus der Lebensmittelindustrie, die vergären wir und daraus machen wir dann Biomethan. Und bis 2050 sollen alle unsere Haushalte das Gas nutzen können, um eben ihre Heizung betreiben zu können und wir vollständig auf konventionelles Erdgas verzichten können. Moderne Gasbrennwertgeräte besitzen elektronische Steuerungen, die praktische Funktionen für den Nutzer bieten. Die Vorteile der elektronischen Heizungssteuerung will Installateur Ptacek anhand eines weiteren Heizungsumbaus zeigen. Und das ist die Bedienungsanleitung von Hoval oder was von der Therme, wo das Feuer brennt. Da steht dann drinnen, wie man das benutzen muss. Auch jetzt brachten ihr die Federbetten und die Decken, die sie nachts über sich auftürmte, keine Wärme.
Ja, ich glaube, das ist kein gutes Zeichen für Herzog, oder? Ja, hat auch nicht Hofer geschrieben. Ne? Sondern bedrückten sie nur, erstickten sie und ihr war kalt. Immer war ihr kalt. Das war die alte Heizung wahrscheinlich. Mir war immer warm. Seit ich die Heizung habe, ist mir immer warm. Neben dem Wandbedienteil im Wohnbereich bietet das System auch Zugriff auf die Heizungssteuerung via Internet. So lässt sich die Temperatur auch beispielsweise während eines Urlaubs bequem steuern. Die Einbindung eines Wetterdienstes kann zudem die Effizienz der Anlage weiter steigern. Mehr oder weniger mehrere Faktoren, die ich zusammennehmen kann, damit ich also die optimale Vorlauftemperatur für das Objekt zusammenkriege, umso besser ist. Und deswegen haben wir diese Wettervorausschau. Wenn es zum Beispiel eine Föhnperiode wäre, wo also binnen zwei Stunden auf einmal 20 Grad Föhn kommen und es hat normal 0 Grad gehabt, dann kann man das unter Umständen schon ein, zwei Tage vorher überlegen, da vom Programm her, damit man gewappnet ist, wann das dann da sein wird, damit man schon runterfährt. Aber ihr habt trotzdem einen Temperatursensor noch? Ja, natürlich. Ja. Außentemperaturfühler haben wir ganz normal. Und die ganzen Sachen, die dann gemessen werden, ergeben ein Gesamtbild. Und dieses Gesamtbild wird hier von der Regelung dann verwendet, die richtige Temperatureinstellung zu finden. Damit eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz gewährleistet bleibt, empfiehlt sich ein Wartungsvertrag mit dem Hersteller. Auch Fernwartungen sind möglich. So ist der Techniker schon einsatzbereit, bevor der Besitzer die Störung bemerkt. Es empfiehlt sich quasi, den Wartungsvertrag abzuschließen. Ein wesentlicher Vorteil ist natürlich, der Werkskundendiensttechniker kann die Anlageneffizienz sicherstellen. Das heißt, er kontrolliert natürlich die Anlage. Und von den Kosten her ist es sehr kostenneutral, weil so ein Wartungsvertrag kostet je nach Leistungsgröße vom Produkt zwischen 250 und 350 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wenn Sie keinen Wartungsvertrag haben und trotzdem angewiesen sind, dann haben Sie diese Kosten auch ohne Wartungsvertrag. Auf diese Weise ist man für den Winter gerüstet. Auch die Versorgungssicherheit ist bei Gas noch über viele Jahrzehnte gewährleistet. Die Küchenplanung wird oft unterschätzt. Hier sind nicht nur bautechnische Belange aus der Elektro- und Installationstechnik zu berücksichtigen, auch sich ständig verändernde Gerätetechnik und optimale Arbeitsabläufe für den späteren Nutzer müssen gewährleistet sein. Wie viele Kunden kommen während der Bauphase zur Küchenplanung und wie viele Kunden kommen, grob gesagt, bevor schon Aufträge zum Hausbau erteilt worden sind? Also ich würde mal sagen, es hält sich die Waage 50-50, weil viele sich mit dem Thema Küche vor dem Hausbau noch nicht beschäftigen, weil der Hausbau ja schon sehr umfangreich ist. Aber dann müssten wir eben das Beste daraus machen. Die Planung einer Küche sollte Bestandteil der Hausplanung sein. Wer sich erst während der Bauarbeiten ein Angebot für den neuesten Küchentrend kalkulieren lässt, der zahlt oft drauf. Nachträge sind selten wirklich günstig kalkuliert. Man merkt immer mehr, dass die Küche zum Kommunikationszentrum im Wohnraum wird. Man braucht nur schauen bei den neu gebauten Wohnungen, Häusern. Es gibt Wohnküchen, wo eben dort der Treffpunkt stattfindet. Und es gibt immer mehr Hobbyköche. Und da ist es dann wichtig, dass man eben eine schöne, gut geplante Küche hat, weil man auch tagtäglich mit dieser Küche konfrontiert wird. Es ist ja kein einzelner Raum mehr, der weggesperrt wird, wo man eine Tür zumacht und man sieht diesen Bereich nicht mehr. Jeder gute Küchenberater sollte auf die individuellen Wünsche der Kunden eingehen. Ein Beispiel aus der Praxis. Wer in der Küche das Sagen hat, der sollte genau vermessen werden. Die richtige Arbeitshöhe ist wichtig. Uns ist wichtig die Bedarfsanalyse. Wichtig ist, was braucht der Kunde? Ist er jetzt ein Hobbykoch oder kocht er doch schon mehr oder kocht er gar nicht? Ist der Profi-Esser, wird das auch berücksichtigt? Das wird auch natürlich auch berücksichtigt. Dann machen wir einen größeren Esstisch. Okay, alles klar. Das Angebot an Arbeitsplatten und sonstigen Oberflächen ist nahezu unüberschaubar. Aber für Fragen der Pflege und Belastbarkeit sehr wichtig. Nach Auswahl von Farben und Materialien kann man sich aber meist immer noch nicht viel vorstellen. Eine Skizze wird erstellt. Nach dem ersten Beratungsgespräch wird das Werk auf den Computer übertragen. Beim zweiten Termin präsentieren wir dann die Küche, das Endergebnis, quasi also nicht das Endergebnis, sondern die Basis der Küche. Und dann kann man auf dieser Basis weiter aufbauen. Beim zweiten Termin wird das fast fotorealistische Werk in verschiedenen dreidimensionalen Ansichten präsentiert. Man kann es drehen und wenden, wie man möchte. Nur gemeinsam und in freundlicher Atmosphäre wird man eine für Generationen wertvolle Küche planen können. Planungsleistung erspart in der späteren Nutzung Ärger und unnötige Bewegungsabläufe, aber auch Baustellenprobleme können verhindert werden. Wie in vielen Wohnbereichen haben auch in der Küche bereits smarte Geräte Einzug gehalten.
Ist es dann der Eiskasten, der automatisch erkennt, wenn die Milch leer ist? Oder wo ich quasi am Display vom Eiskasten direkt bestellen kann? In diese Richtung geht es natürlich auch mit den HomeConnect-Geräten, dass man sehr, sehr viele Geräte schon über das Handy oder Tablet bedienen kann. Ja. Also das ist schon Realität? Das ist schon Realität. Ist auch schon sehr, sehr gut ausgereift. Echt? Ja. Und da muss ich aber regelungstechnisch dem Elektriker sagen, das muss dann quasi an ein Bussystem oder an der Smart Home schon angebunden sein? Oder ist es eine Insellösung dann? Das ist eine Insellösung. Das fungiert dann über WLAN. Das heißt, das Heimnetzwerk einwählen und mit dem Handy, Smartphone, Tablet verbinden. Vom Präsentationstermin bis zur tatsächlichen Bestellung sollte Bedenkzeit einkalkuliert werden, damit das Ergebnis dann auch wirklich stimmt. Die Küchenlieferung sollte auch immer mit dem Bauzeitenplan abgeglichen sein, damit es zu keinen Terminkollisionen kommt. Also man kann rechnen, bei einer Küche, dadurch, dass Wohnzimmer, Speisebereich und Küche immer mehr verfließen ineinander, kann man etwa rechnen, 16 Quadratmeter wird die Küche in Anspruch nehmen, damit man eine gute Arbeitsfläche zur Verfügung hat, auch die Geräte unterbekommt und dass man in der Küche arbeiten kann. Von den Kosten selber her ist natürlich die Frage, welche Ansprüche hat der Kunde. Ohne hohen Ansprüchen, dass wir so circa bei 5.000 bis 6.000 Euro liegen, bis hin dann zu 30.000, 35.000, 40.000 Euro. Na bitte, 30.000 Euro, ich erlebe das immer wieder, ich will den Christian ja jetzt nicht ins Geschäft reden, aber es wird oft an der Bautechnik so intensiv gespart und dann investiert man so viel Geld in die Küche, also das sollte schon irgendwie ein Mittelweg sein. Und mit dem Garten ist es wie mit der Küche. Wer sich vorher nichts überlegt, der zahlt nachher drauf. Die Gartenmesse Tulln hilft, erste Ideen zu sammeln. Das ist ein normales Hochbeet. Das ist ein normales Betonhochbeet, ja. Und da Beton? Ja. Das ist aus Beton, das wird in Österreich erzeugt, ist von Beton. Ist irrsinnig isolierend. Also durch die Stärke und durch den Beton, der wärmt sich über den Tag aus. Auf und gibt natürlich auch in der Nacht dann die Wärme in die Erde wieder ab. Ein verrottungsfreies Hochbeet ist eine gute Idee. Die Kombination mit einem Gewächshaus eine noch bessere. Was bringt mir das dann eigentlich? Kann ich dann länger ernten oder öfters ernten? Sie können das ganze Jahr ernten. Tomaten zum Beispiel haben Sie da drinnen bis im Dezember. Das garantiere ich Ihnen. Was die Großen können, wollen die Kleinen auch. Gärtnern über das gesamte Jahr. Und das ganz ohne Pestizide. Kohlrabi wieder, Kaffeeol wieder und dann die Winterhortensachen wie Antifi-Salat, Vogelsalat, Mangold, Blattspinat, Zuckerhort. Sie kann das ganze Jahr eigentlich ernten fast. Sie ernten zwischendurch muss ich ein bisschen was arbeiten, dann warte ich wieder. Zwischendurch im Frühjahr, im Sommer, im Herbst, immer ist da was drin. Immer ist was drinnen. Wer hoch betet, bleibt bodenständig. Und gute Erde muss in den Boden ständig. Was macht ihr da? Ja, wir haben hochwertige Erden, die nachhaltig produziert sind. Das heißt, alles auf Kompostbasis. Also Erde ist nicht gleich Erde, kann man mal ganz einfach sagen. Wir haben 25 verschiedene Erden. Der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Hier gibt es Hanferde, Dachgartenerde, Moorbeeterde, Sanierungserde, Teicherde und nicht zuletzt Rasen- und Bio-Hochbeeterde. Ich zeige Ihnen zum Beispiel, das ist ein Bodenaktivator auf Kohlebasis. Ja. Das ist bei uns der Dünger. Ja. Und den kann man essen. Was ist da jetzt drinnen? Das ist eine Kohle, die mit Nährstoffen angereichert ist und über die Biologie stabilisiert worden ist. Ich bin aber noch nie auf die Idee gekommen, eine Kohle zu essen. Ist das jetzt gesund? Das ist gesund, ja. Echt? Schmeckt nach Schwammerl. Nach Champignon. Ein Bier war nicht schlecht dazu. Ja. Aber es schmeckt wirklich nach Schwammerl. Ja. Das ist das Leben, was da drinnen ist. Aber jetzt kein Scheiß, das schmeckt gut. Ja. Ist kein Scheiß, das schmeckt wirklich lecker. Naturpools sind im Trend. Sie garantieren Schwimmen in weichem und hautfreundlichem Wasser. Das Wasser wird dabei in einem biologischen Gleichgewichtsprozess gereinigt. Das Wasser wird über eine Skimmerklappe abgezogen, das ist immer dunkel. Ja. Kommt in den Filter hinein. Der Filter ist permanent durchströmt, 24 Stunden am Tag. Ja. Entnimmt dem Wasser Nährstoffe. Und weil das Wasser so nährstoffarm ist, ist es klar. Was wir hier unten sehen, schaut ein bisschen nach Gemüsesuppe aus. Aber, ne? Na, Gemüsesuppe, das ist ein anhaftender Belag. Das ist, was da unten ist. Alle natürlichen Gewässer haben Biologie drinnen. Ja. Ja. Und Biologie wächst einfach. Das heißt, ich habe die Oberflächen ein bisschen rutschiger, weil diese Oberflächen natürlich alle belebt sind. Geschwungene oder gerade Bauweise, offenliegende oder versteckte Folie. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist quasi, dass man als Kunde einen Teichbau hat, der weiß, was er macht. Mhm. Ja? Und da weise ich jetzt auf den österreichischen Verband für der Schwimmteich- und Naturpoolbau hin, mhm. ja? Der ein weltweit sehr anerkannter Verband ist, wo eben externe Gutachter die Anlagen nach einem Jahr, wenn man schon sieht, ob ein Fehler gemacht worden ist, ja?
begutachtet werden. Und auch wenn ein Schwimmteich oder Pool wider Erwarten undicht wird, auf der Messe finden sich auch dafür Lösungen. Das heißt, ihr sucht die Löcher, wenn irgendwo das Pool leckt? Ja, richtig. Wie funktioniert das? Das ganze Pool wird unter Strom gesetzt, mit einer minimalen Spannung, eine Erdungsstange gesetzt. Ja. Und mit der Sonde dann praktisch vor den ganzen Pool an. Ja. Und wo die Lecklinie ist, wo das Wasser nach außen tritt von der Folie, mit den Orten ist dann. Und mittels Kopfhörer kann das dann genau am Zentimeter lokalisieren. Also es geht jetzt nur bei Folien? Nein, das geht überall. Polypropylen, genau, Polyesterbecken. Bei Nirusterbecken und bei Eisenbecken habe ich da ein Hydrofon, ein Unterwassermikrofon. Also weil da hörst du dann, was ja, Wasser raus. Genau, das ist dann wie ein Jetantrieb. Wo das Loch dann ist, das ist wie ein Jetantrieb von einem Flugzeug. Und für eine Leckortung muss nicht einmal das Wasser ausgelassen werden. Wie kommt man auf so eine Idee? Ja, das selber geärgert selber, daheim. Daheim und dann das Problem selber gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist eigentlich eine Marktlücke, weil es auch keiner. Und du ziehst dann reparieren auch? Nein, reparieren dann wir nicht. Wir dann nur die Ortung machen. Reparieren muss eine Firma, weil die muss ja Hoffnung dafür nehmen. Ja, das muss genau. Ja dicht sein. Ja. Und gibt es ja da eine hundertprozentige Erfolgsgarantie? Ja. Das heißt, ihr findet das Leck ja, auf jeden Fall? Ja, das geht hundertprozentig. Und wer schon alles hat, der baut sich ein zweites Haus? Wohl eher nicht. Der erweitert seinen Wohntraum. Unter was fällt das? Unter Gartenhaus? Das fällt unter Gartenlauben. Gartenlauben winterfest. Ja. Haben Isolierglasfenster. Mhm. Wird ausgestattet mit einer Bar, 4 Laden. Kühlschrank, Heizung, Tische, Bänke, Vorhänge, Kaffeemaschine. Mit der Kaffeemaschine gleich? Mit der Kaffeemaschine. Na, ohne Kaffeemaschine geht ja sowieso gar nichts. Genau. Das heißt, und wer sind da eure Hauptkunden? Wem sprecht ihr da eigentlich an? Also wir haben hauptsächlich natürlich schon das ältere Publikum, also ab 40 aufwärts. Weil die Jungen sagen, sie möchten halt zuerst einmal das Pool. Genau. Für die ist das wichtig. Ausbauen, Pool, Garten. Aber so ab 40, 45 sagen, das stelle ich rein. Entweder als zusätzlicher Wohnraum oder auch als für die Hobbys. Wir haben ja dadurch, dass hier die Tische geteilt sind, haben wir schon eine Schneiderin, die sagt, nein, da habe ich meine Nähmaschine, da kann ich das stehen lassen. Mhm. Ich habe den zweiten Tisch da, wenn Freunde kommen, dann kann ich trotzdem noch Kaffee trinken. Ich kann das ganze Jahr drinnen sitzen. Oder wenn ich Stress habe mit meiner Frau, dann schmeiße ich mir die Ausgedinge. Oder Mann, ja, je nachdem. Ja. Oder mit Mann ist ja meistens der Stress im Wort. Und auf jeder Messe gibt es sie, die besonderen Überraschungen. Und wer rechnet schon mit einem Erdkeller in Eiform? Wem sprecht ihr damit an? Was ist wir so die sprechen, Hauptzielgruppe? Die Hauptzielgruppe sind eigentlich Häuselbauer. Also junge Leute zum Beispiel, die so ein Haus bauen, keinen Keller nicht haben und zum Beispiel alternativ das mit dem Hausbau noch ein klein mitgeht zum Einbau. Der Einbau ist so simpel wie die Idee gut. Man grabe ein Loch, darin vergrabe man das Ei, je nach Bodenbeschaffenheit tief oder weniger tief. Und dann schüttet man Erde drüber. Fertig ist der Überraschungskeller, mit Sicherheit der Hingucker. Es ist eine Alternative zu einem Gewölbekeller. Nur beim Gewölbekeller reden wir von 8 Grad. Das kann Fritschek nicht erreichen. Also das muss ich dazu sagen. Aber er ist perfekt als Weinkeller. Das ist einfach ein Schmuckstück im Garten. Mhm. Das ist für junge Leute, die was draußen grillen. Die holen sie die Weinflasche von da drin. Ja. Mhm. Messebesuche sind die schönste Form der Bauvorbereitung. Ideen gibt es hier immer genug. Im Winter lasse ich Licht und Sonne rein. Sie wärmt und heizt mir ein. Aber im Sommer, da werfe ich die Sonne raus. Ich brauche zwar Licht, aber die Hitze ist ein Graus. Wer den Spagat zwischen Winterwärme und Sommerhitze schafft, der braucht gute Planung. Der beste Überhitzungsschutz liegt außen. Einmal montiert, ist er weitgehend wartungsfrei. Man muss auch wissen, dass Glasflächen im Winter bis zu einem Drittel des Heizwärmebedarfs decken können. Aber sie haben dann gleichzeitig das Problem der sommerlichen Überwärmung. In dem Sinn ist es ein ewiger Kampf gegen die Sonne. Wir können jetzt hier die ideale Form der Außenbeschattung zeigen. Das heißt, hier haben wir wirklich Blendschutz und auch Schutz vor sommerlicher Überwärmung. Aber wenn wir die Außenrollläden wirklich runterlassen, wird es erinnern richtig dunkel. Abschattungen auf der Innenseite des Fensters dienen hauptsächlich der Optik und dem Blickschutz. Eine Aufheizung der Räume findet trotzdem statt. Durch Rollläden an der Außenseite wird das Eindringen der Sonnenstrahlen und deren Wärme verhindert. Eine weit effektivere Methode. Wer allerdings im Sommer keine Dunkelkammer möchte, wird alternativ die Anschaffung einer Klimaanlage überlegen müssen. Warum geht an der Klimaanlage heute offenbar nichts mehr vorbei? Ja, also es ist so, die meisten Leute schwitzen heute in der Nacht und können überhaupt nicht schlafen. Ja. Und da ist es meistens so, dass man halt hauptsächlich in die Schlafräume, ja, das war ganz am Anfang, Schlafräume klimatisieren. Mittlerweile macht die Kunden eben auch Erweiterung, Wohnzimmer, Küche, Esszimmer.
Die Hitzeperioden der letzten Jahre sorgen für steigende Verkaufszahlen bei Klimaanlagen. Nachträgliche Einbauten müssen sich nach den örtlichen Gegebenheiten richten. Im Neubau kann vorgesorgt werden. Was ist in der Planung zu berücksichtigen? Auf was muss man achten? Wir brauchen bei jedem Innengerät einen Abfluss. Ja. Wenn der natürlich nicht gegeben ist, bei nachträglichen Einbauten ist es die Möglichkeit, dass man sogar mit Kondensatpumpen arbeitet. Ja. Aber ausschlaggebend ist wirklich, Abfluss muss vorhanden sein. Das heißt, von Haus aus haben diese Geräte quasi nur Schwerkraftentwässerung? Genau, richtig. Okay, wenn da nicht quasi unten Anschluss ist, habe ich ein Problem. Dann hat man ein Problem. Ja. Da muss man kann zwar baulich, kann man sicher was machen, ja, dass man irgendwo anbindet an Waschbecken oder was. Mhm. Das ist sicher möglich, ja. Auch Abflussleitungen ins Freie sind denkbar. Um Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden, ist besonders auf die Dichtheit des Kondensatabflussrohres zu achten. Hier kann es große Unterschiede bei der Montage geben. Wir haben eine vollflächige Dichtung, ja, das heißt, die dichtet wirklich schön ab, damit ja kein Wasser rauskommt. Und bei den anderen kommt Wasser raus? Oder? Ja, die haben einen O-Ring, ja, und da kann es passieren, wenn man das natürlich zusammensteckt, dass der O-Ring kaputt wird oder sich reinschiebt ins Rohr. Das ist halt mit der vollflächigen Dichtung ist das nicht gegeben. Das heißt, ihr macht es quasi wie bei den Abwasserrohren mit einer Muffe, wo ihr ins Rohr hineinschiebt. Genau, die hat eine vollflächige Dichtung. Vor der fachgerechten Montage darf das Bürokratische nicht vergessen werden. In manchen Bundesländern ist eine Genehmigung der Baubehörde notwendig. Bei Eigentumsgemeinschaften müssen allenfalls Zustimmungen eingeholt werden. Um Verkeimung und Störungen vorzubeugen, ist bei Klimaanlagen eine regelmäßige Wartung Pflicht. Ganz wichtig, einmal im Jahr wird die Wartung durchführen, am besten nach der Saison, ja, dass man das Gerät komplett zerlegt und reinigt. Gerade beim Innengerät, ja, da haben wir einen Verdampfer, ja, da ist eben die Feuchtigkeit drauf. Und im Winter oder wenn sie stillsteht, dann trocknet es ein und es kann zu Schimmelbildung kommen. Ja, und eben deswegen muss man auf jeden Fall die Klimaanlage warten. Mit einer fachgerecht montierten und laufend gewarteten Klimaanlage kann der nächste Sommer kommen. Besonders bei feuchtschwülem Wetter ist die entfeuchtende Wirkung einer Klimaanlage eine Wohltat. Und gleich bei Kein Pfusch am Bau. Worauf muss beim Einbauen und Schließen von Dachbodentreppen geachtet werden? Günther Nussbaum zeigt seine Methode vor. Was will ich das immer machen auf der Baustelle? Das ist eigentlich nicht richtig. Wir haben da eigentlich. Es geht extra mit dem System nicht mehr, weil es zurückfedert. Gell? Genau. Ein Dachboden ist ein dankbarer Lagerraum. In der Regel dürfen nicht brennbare Gegenstände gelagert werden. Aber auch für den Zugang auf das Dach oder zur Kontrolle des Dachbodens ist eine Dachbodentreppe eine platzsparende und wirtschaftliche Lösung. Ich sitze hier auf dem Master Dinger, zumindest was Dachbodentreppen betrifft, hochwärmegedämmt. Für mich als Luftdichtheitsprüfer natürlich auch wichtig, Blower-Door getestet. Lieber Herr Wiblinger, wie habt ihr das gemacht? Ja, wir beschäftigen uns ja schon sehr lange mit der Dachbodentreppenproduktion. Am Anfang war eine Treppe halt ein Zugang zum Dachboden. Wichtig war, die Klappen geht auf, die Treppen kommt runter. Man kann den Dachboden nützen. Ja. Jetzt ist es natürlich durch Brandschutz, durch Wärmeschutz ein sehr hochtechnisches Bauteil geworden, wo man natürlich auf mehrere Dichtungsebenen schaut, wo man auf die höhere Dämmleistung der Treppe schaut, aber nicht desto trotz auf die Qualität und Sicherheit dahinter verzichten darf. Also das ist natürlich ganz wichtig, dass das alles in einen Zaum fasst und dann auch ordentlich funktioniert. So manch billige Dachbodentreppe hat schon großen Schaden verursacht. In Form von Luftundichtheiten und Kondensatschäden am Dachstuhl. Hochwertige Treppen sind dauerhaft luftdicht und nahezu völlig wartungsfrei. Es ist natürlich auch der Anpressdruck ganz wichtig. Ja, wenn ich jetzt da dagegen drücke, dann habe ich es da wirklich luftdicht und erreiche damit auch die Luftdichtklasse 4. Jetzt mache ich es kurz zu. Weißt du, wie ich das immer mache auf der Baustelle? Ja, das ist eigentlich nicht richtig. Wir haben da eigentlich es geht extra mit dem System nicht mehr, weil es zurückfedert. Genau, es ja. Federt zurück. Ah, das ist ja oft auf der Baustelle ein Thema, wo die Leute sagen, meine Treppen schlierst nicht. Ja. Das ist klar, ich muss natürlich die Treppen mit einem gewissen Druck zumachen, ja, damit die Dichtung funktioniert. Ja, eigentlich bei jeder Treppe sollte ein bisschen ein Gegendruck sein, weil dann auch die Treppen ordentlich in der Dichtung sitzt. Also wenn ich das zumache, dann ist er da wirklich zu und dichtet man ordentlich ab. Aber auch die Dämmung sowie Schall- und Brandschutz spielen eine wichtige Rolle. Schließlich unterbricht die Dachbodentreppe den massiven Deckenbauteil.
Durch diese dicken Deckenstärken, die wir zurzeit haben, also die ja immer mehr werden, ich habe jetzt vielleicht eine Betondecke mit 20 cm oder 25 cm und habe dann obendrauf nur 30 cm Dämmung liegen, habe ich gleich einmal 50, 55 cm Deckenstärke. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass der Treppenteil im Kasten sitzt, so weit wie geht oben, damit ich einen normalen Ausstieg habe. Ja? Wenn ich natürlich jetzt hier die Treppenteile sitzen habe und dann müsste ich jetzt nur einen halben Meter drüber steigen, dann wird es nicht nur ungut, sondern auch gefährlich. Ja? Da kann natürlich immer was passieren. Beim Absteigen, auch beim Raufsteigen, beim Absteigen wahrscheinlich eher. Nicht? Genau. Und darum ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass man drauf geht. Heutige Dachbodentreppen sind mit früheren Bauweisen nicht mehr vergleichbar. Schimmelbefall durch Kondenswasser in der Klimagrenze zwischen kaltem Dachboden und warmem Wohnraum war keine Seltenheit. Da wurde eben geschaut, dass weitgehend Wärmebrücken, die einfach irgendwo von kalt in den Warmbereich gehen, noch besser ausgemerzt werden. Man sieht es hier, wir haben hier 16 cm Dämmleistung in der Treppe. Man sieht da jetzt hier schön das XPS vorleuchten, da würde man sagen, okay, aber wir haben Brandschutz. Ist richtig. Die Treppe hat auch 30 Minuten Brandschutz. Also das ist Vollholz hier? Nein, ich habe da einen Rahmen, also einen Rahmenaufbau. Hier ist 4 cm Massivholz. Und auf der Innenseite liegt dann nur mal eine Steinwolle, hier im Inneren, die wir eben die 30 Minuten Brandschutz gewährleisten. Und das ist quasi auch alles noch euer Einbauteil hier. Das ist der Unterteil. Genau. Wo schließe ich die Dampfbremse dann an? Hier oder oben? Wie funktioniert das? Hier, nicht? Nein, anschließend ist ganz unten am Rahmen, am Metallrahmen. Ja, also auf dem Rahmen hier. Genau, das ist sozusagen die Dampfbremse. Schließe ich unten an. Es gibt von uns ein eigenes Pluadur-Set. Im Wesentlichen gibt es zwei Deckenkonstruktionen, eine massive mineralische und eine Holztrahmdecke. Bei der massiven Decke benötigt der Baumeister vorher die genauen Maße und Lageangaben, so wie der Holzbaumeister bei der Holztrahmdecke. Rund um die Treppe ist ein Abstand zwecks Anbindung der Dampfbremse und Dämmung der Bauanschlussfuge einzuhalten. Auch hier gilt, das beste Produkt ist nichts wert, wenn es falsch eingebaut wird. Ich möchte diese Treppe haben mit hydraulischer Öffnung und Absenkung. Gibt es sowas auch? Mit hydraulischer Öffnung und Absenkung? Ja, ich will nur aufs Knopfhal drücken und das Ding fährt da runter. Lass uns mir mal überlegen, da muss ich jetzt nachdenken, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Schauen wir mal. Das habe ich aber jetzt wirklich nicht gewusst. Okay. Das ist jetzt nicht gestellt. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt, ehrlich. Ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, da gibt der WU und sagt, na, sowas geht nicht. Ich schwöre, das habe ich nicht gewusst. Am Ende bleibt der Hinweis, dass auch wenn der Dachboden nicht genutzt werden soll, ein Zugang vorhanden sein muss, den die Feuerwehr im Brandfall nutzen kann. Und nächstes Mal bei Kein Pfusch am Bau. Eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade ist diffusionsoffen, witterungsbeständig und leicht zu reinigen. Für Günther Nussbaum reicht das aber nicht aus. Für den Sommer gibt es irgendeine Anti-Gelsen-Beschichtung für die Eternitplatten. Ist nur fürs Burgenland. Außerdem, die Montage von Photovoltaikelementen ist auch nachträglich auf jedem Dach realisierbar. Vom Dachhersteller zertifizierte Befestigungen bringen Sicherheit. Da ist auch gewährleistet, dass dann dein Dach auch die Gewährleistung vom Dachhersteller hat. Und bei Innentüren steht dem Häuselbauer nahezu eine unbegrenzte Typenvielfalt zur Auswahl. Bei flächenbündigen, in die Mauer integrierten Lösungen kommt es vor allem auf die versteckten Details an. Das ist natürlich auch super, wenn man so ein Netz hat, weil das ist oft der Fall, dass dann hier quasi der Putz reißt. Ja.